Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Disney Dreamlight Valley. Ja, wie ihr sicher schon an meinem neuen Oberteil erkennen könnt, was ich mir angezogen habe, heute geht es endlich um die Monster Academy. Und ich kann nur sagen, sowohl die Monster Academy wie auch die... Achso, Monster AG, Entschuldigung, wie auch die Monster Academy, ich habe sie beide einfach nur geliebt. Und ich freue mich sehr darauf, dass wir die Aufgaben machen können. Ich bin nur gerade am gucken. Ah, hier ist er drin. Okay. 15.000 Dreamlight. Also Oh, billig ist es auf jeden Fall Hallöchen. Du nicht. kommst ein bisschen spät, weißt du? Gameplayerin, hinter dieser Tür liegt ein Reich mit vielen Türen. Ein Ort, an dem die Kraft des Lachens alles verändert hat. Lasst uns die Tür öffnen. Fantastisch! Bitte geh und richte meine Grüße an alle aus, die dort wohnen. Ich und jetzt hinfort mit dir. Es gibt viel zu tun, viel zu tun. Ah, und wir gehen rein. Snacks! Juhu! Zettel? Aus. Hier, ich liebe es jetzt schon. Ich liebe es jetzt schon. Ah, untersuchen. Nicht auf Lager. Kein Thema. Kann ich alles holen. Ist alles nicht auf Lager. Moment. Nein, nicht benutzen. Was war das? Ach, da kann man mit kochen. Okay. Kaffeebestellung. Celia, einmal Kaffee, zweimal Zucker. Zweimal milchfreier Schreier, George T. und so weiter. Okay, da werden wir uns vielleicht nächstes Mal mit beschäftigen. Oder jetzt vielleicht im Laufe der Quest, das weiß ich nicht. Moment, da kommen wir raus. Aber da müssen wir doch rein, oder nicht? Können wir hier rein? Die Tür ist kaputt. Aber hier glitzert was. Moment, aufheben. Mist. Glotzkowski, berichte. Ich werde nicht noch einmal fragen. Er. Okay, aber wie komme ich da jetzt rein? Hallo, Hilfe! Achso, untersuchen. Du wirst gescannt, ein rotes Licht blinkt, Zugriff verweigert, Monster nicht definiert. Dieser Bereich ist nur für Mitarbeiter. Suche nach etwas, um dich als Monster zu verkleiden. Ja, kein Thema, ich weiß gerade so schön. Filter. Filter. Filter, Monster AG, wo haben wir die Monster AG? Ist alles so durcheinander. Wieso kann man das nicht nach Namen sortieren? Hier, Monster AG. So, Moment. Wir haben eine Brille, die wir aufziehen können. Sehen wir aus wie Puck die Stubenfliege. Dann machen wir uns Hörnchen drauf. Und das Oberteil sieht ja schon ganz gut aus, soweit. Dann nehmen wir noch die rote Mike-Tasche. Die Schuhe. Ich weiß nicht, ob man sich dafür. Oder ist das irgendwas, was ich hier drin suchen soll, um mich zu verkleiden? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich probiere es einfach mal so. Monster nicht identifiziert. Nee. Ja, aber so ganz ohne Tipp. So doof. Lager öffnen. Oh, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Okay. Alles umsonst. Aber ich sehe doch so schön wie ein Monster aus, Mann. Auch Mann. Optional, experimentiere mit Fantasiehaut. Was für Haut? Setze dir die monströsen Ohren deiner Wahl auf. Dann nehmen wir mal die. Und den Schutzhelm. So. Mache erst dann ein Foto von dir, wenn du mit deiner neuen monströsen Kleidung zufrieden bist. Naja, nicht wirklich, aber ich ziehe aber mal die Brille aus. Das sieht irgendwie komisch aus, wenn ich da die ganze Zeit so mit rumlaufen muss. Das ist vielleicht besser. Okay, Moment. Foto. Foto von mir. Natürlich mit den Snacks im Hintergrund. Zack. So, öffne die Tür zur Lachabteilung. Hallöchen, guten Tag, wie geht es euch?
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig, wie die in Original sprechen. Dann lass uns hier mal loslegen. Das war auf jeden Fall nicht die Originalstimme. Hallo, du musst die Praktikantin sein, auf die wir gewartet haben. Du hast dir aber einen seltsamen Tag ausgesucht, um hier anzufangen, denn niemand sonst ist gekommen. Wir haben keine Ahnung, wo alle sind. Und wir sitzen ganz schön in der Klemme. Monstropolis braucht Strom, aber das ist für zwei Monster nicht machbar. Und wenn wir zu dritt sind? Normalerweise braucht es Dutzende von Monstern, um diesen Ort im Laufen zu halten. Habe ich schon erwähnt, dass ich froh bin, dass du hier bist? Sieh es doch mal so. Du wirst an deinem ersten Tag praktische Erfahrungen in einer Lachabteilung sammeln. Weißt du, ich will nicht unhöflich sein, aber du hast eine etwas menschliche Form. Ich habe noch nie ein Monster wie dich gesehen. Ich habe meine zusätzlichen Arme vor der Arbeit eingezogen. Frechheit, ich rufe bei der Monsterabteilung an. Ja, ich habe meine zusätzlichen Arme vor der Arbeit eingezogen. Oh, okay. Keine Erklärung notwendig. Das ist einfach eine Firmenpolitik. Keine Menschen in der Lachabteilung. Wenn menschliche Erwachsene von uns wüssten, wäre es... Ich will gar nicht darüber nachdenken. Also, willkommen in der Firma. Ich bin James P. Sullivan, CEO, aber bitte nenn mich Sully. Und der da drüben, das ist Mike Lotzkowski. Wenn man gerade einen Knoten in der Zunge hat, kann man das gar nicht aussprechen. Ich bin Gameplayerin. Darf ich ihn Mikey nennen? Wenn du meinen Rat willst, nenn ihn Herr Glotzkowski, bis er dir etwas anderes sagt. Mike wird es mögen, wenn du ihm das Gefühl gibst, eine große Persönlichkeit zu sein. Warum fängst du nicht schon mal an, während Mike und ich herausfinden, wie wir den Laden mit nur drei Monstern betreiben können? Wir hatten vor ein paar Tagen unsere Einführungsfeier der Lachenergie und diese Lachabteilung braucht noch ein bisschen Pflege. Wir haben schon das ganze Konfetti zusammengefegt und die Dekorationen abgenommen. Könntest du den Rest des Partymülls aufräumen und den Schneckenschleim auf dem Boden wegwischen? Bin schon bei der Arbeit. Toll. Ich schätze deine positive Einstellung, Gameplayerin. Ich bin mir sicher, dass es hier etwas gibt, das dir helfen kann, den Schleim wegzuwischen. Mach dir keine Sorgen, ich habe mein eigenes Werkzeug. Super, komm wieder zu mir, wenn du fertig bist. Bis zum nächsten Mal. Ja, kein Problem. Achso, es war aber kein Schleim gerade. Kann ich es auch irgendwie wegmachen? Nee, ne? Das muss ich... Achso, warte mal, entfernen. Ja, einfach draufstampfen, kein Thema. Ich dachte jetzt, ich müsste da die Schaufel nehmen oder sowas, aber dann halt nicht. Okay. Ach so, Moment. Einmal Schneckenschleim, achtmal... Ach hier, okay. Ich habe schon gedacht, das sind jetzt nur die Sachen nach vorne. Oh, ich freue mich so wahnsinnig auf diesen Bereich hier, wenn ich ehrlich bin. Was sind das hier? Ich hoffe, du magst Puzzles. Ja. Okay. Sollte ich darauf achten, ob hier eventuell, ups, auch noch was dazwischen ist? Was wäre, wenn die ganzen Berichte versehentlich durch einen Türschredderer fallen würden? MG. Mönchengladbach. da habe ich doch was Feines gefunden. Hier hätte ich mir auch noch einen ausborgen können. So, da sind die letzten Sachen. Schauen wir aber erstmal kurz, was habe ich da? Computer der Monster AG. Okay. Für die muss ich auch noch ein Zimmer machen. Was ist das denn hier? Ein Teil einer Karte. Okay. So, das brauchen wir ja nicht mehr. Was ist hier? Ich habe deine letzte Notiz in der Lachabteilung gefunden. Sibirien wird dich nicht retten, Glotzkowski. Ja. Okay, ich schätze mal, das ist vielleicht noch für später oder so. Hier müssen wir wahrscheinlich nichts machen. Das sieht mir hier zu leer aus. Ich kann sagen, ich habe doch gerade noch... Was gehört? Du musst immer noch deine alten, überfälligen Berichte einreichen, Glotzkowski. Ja. Ja, da scheint einer ein bisschen, ich will nicht sagen sauer zu sein, aber ne? Hier können wir auch nichts machen. Nee, dann reden wir jetzt erstmal mit denen. Ich denke mal, ich habe soweit alles eingesammelt, hoffe ich mal, was ich
einsammeln kann. Ist das tatsächlich ein Gummihuhn? Ist das eine Anspielung auf Monkey Island, Leute? Ernsthaft? Was hat Disney damit zu tun? Das war doch gar nicht von Disney. Oh, noch eine Karte. Also noch ein Stück von der Karte. Schlüsselkarte der Monster AG. Damit wird eine Tür zur menschlichen Welt gerufen und jeder Scherzer kann sein Werk tun. Kundtun. Was auch immer. Ist das schon die für die Quest? Habe ich die jetzt aus Versehen gefunden? Schön, dich zu sehen. Hey, der Ort sieht toll aus, Gameplayerin. Gute Arbeit. Das war erstaunlich einfach. Freut mich zu hören, dass es nicht so viel Mühe gemacht hat. Als nächstes könntest du für Mike und mich Kaffee machen. Normalerweise würde ich mich selbst darum kümmern, aber wir sind schon fast fertig mit dem Plan, den Laden zum Laufen zu bringen. Jetzt reden wir über echtes Praktikantenzeug, ja. Was mögen die Mitarbeiter der Monster AG in ihren Kaffee? Meiner Erfahrung nach ist keine Kaffeebestellung wie die andere. Ich war früher oft als Kaffeelieferant in dieser Gegend unterwegs. Auf jeden Fall ist es keine gute Idee, Mike anzusprechen, bevor er sein Morgengebräu getrunken hat. Ich schätze, der zusätzliche Koffeinschub wird uns helfen, den Plan zu Ende zu bringen. Das verstehe ich. Was brauchst du? Ich mag meinen Kaffee extra stark. Ich brauche etwa die fünffache Menge eines normalen Kaffees, um ihn so bitter zu bekommen, wie ich ihn mag. Ja, warte mal, wie macht man jetzt Kaffee mit einer Bohne? Mike trinkt seinen mit einem kleinen milchfreien Schreier. So viel Zucker, wie es geht. Er nennt ihn Glotzkowski Spezial. Was ist denn ein kleiner milchfreier Schreier? So viel Zucker, wie es geht, okay. Muss ich irgendwas haben, womit ich das entzuckern kann? Aber ein kleiner, milchfreier Schreier. Hey, ich glaube, es ist gerade eine Lieferung mit Vorräten angekommen. Alles, was du brauchst, findest du an der Kaffeestation an der Rezeption. Wenn du sie zubereitet hast, bringst du den Kaffee bitte zu Mike. Er braucht ihn dringender als ich. Danke, Gameplayerin. Wir sehen uns. Okay. Ah, so, jetzt können wir die Sachen hier benutzen. Milchfreier Schreier. Okay. Ich weiß nicht, ob wir das wieder nur hier benutzen können. Da haben wir jetzt auch den Zucker. Gut, Kaffeebohnen habe ich jetzt natürlich auch keine dabei. Nehme ich mal welche mit. Jetzt kann man das nicht mehr... Kann man das noch nachlesen hier drin, was er gesagt hat? Oh, ich wusste es. Das ist gemein. Also eine Kaffeebohne brauche ich auf jeden Fall. Ein kleiner milchfreier Schreier und so viel Zucker, wie es halt eben geht. Das ist Glotzkowski Spezial. Und er hatte gesagt, er braucht die fünffache Menge. Das heißt, er nimmt auch keinen Zucker, ne? Ist richtig. Und Sallys Kaffee. Oh, und ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Geil. Einfach geil. Wie finde Figuren? Was für Figuren? Was, wie, wo? Was für Figuren? Ich habe doch gar keine Figur gefunden. Hä? Oh, jetzt ist aber alles voll. Das ist nicht gut. Hier, Mike. Eine extra Portion, bitte. Freut sich schon. Guck mal. Du! Aha. Viele Weichtiermonster grübelten über das Dokument. Geht es dir gut? Nee, ich habe das Glotzkowski-Spezial für dich. Du bist eine Lebensretterin. Ohne meinen Kaffee kann ich keine erstklassige Arbeit als Scherzer leisten. Oder meine Stimmbänder aufwärmen. Das habe ich übrigens gemacht und nicht nur mit mir selbst geredet. Okay, die Aufwärmübungen sind erledigt und ich habe ein köstliches Glotzkowski-Spezial. Jetzt kann der Tag wirklich beginnen. Bereite dich darauf vor, den besten Scherzer der Branche zu beobachten. Was genau macht ein Scherzer? Scherzer, meine Liebe, sind das Rückgrat der Monster AG. Ah, es geht also schon um die Monster AG. Es geht nicht, AG, genau, nicht um die Academy. Wir bringen Kinder zum Lachen und das erzeugt Lachenenergie, die alles mit Energie versorgt. Es gab eine Zeit, in der alles von Schreienergie angetrieben wurde und dieser Ort von Schrecken regiert wurde. Aber das ist vorbei. Jetzt ist meine Zeit gekommen, um zu glänzen.
Du weißt, dass das grundlegende Energiewissen ist. Guckst du keine Nachrichten? Oh, richtig. Ich wusste das mit den Monstern. Ich habe es nur vergessen. Oh, ja. Nur keine Panik. Ja. Beobachte deine Auffrischung als abgeschlossen. Bist du bereit, den größten Scherzer aller Zeiten bei der Arbeit zu sehen geben, Claren? Ich bin auf Ihren Auftritt gespannt, Herr Glotzkowski. Hey, du hast mich hergenannt. Ich wusste, dass ich dich mag. Nun, da es der erste Tag des Praktikums ist, kannst du dich auf einen echten Höhepunkt freuen. Mike Glotzkowski wird dir gleich auftreten. Weißt du noch, wie Sully sagte, dass wir einen Plan haben? Nun, der Plan ist es, dass ich mir den Allerwertesten aufreiße, um den Laden am Laufen zu haben. Halten. Es ist an der Zeit, sie zum Lachen zu bringen. Ich glaube, das Teil ist übersteuert gewesen. Okay, bleib ruhig. Es ist nur ein kleiner Notfall. Die Tür wurde abgeschaltet und Mike sitzt in der menschlichen Welt fest. Bloß keine Panik. Was sollen wir tun? Du hast recht. Mike zählt auf uns. Da es sich um einen Notfall handelt, brauchen wir das Notfallhandbuch. MAFT bewahrt normalerweise eine Kopie des Notfall... Achso, MEFT heißt der wahrscheinlich. Des Notfallhandbuchs irgendwo in seiner Lachabteilung auf. Du musst es finden. Was ist ein MAFT? Oh, MEFT ist das Monster AG Facility Team. Sie sorgen dafür, dass sich hier alles in einem freien Zustand ist. Etwas geht kaputt, sie reparieren es. Aber sie sind nicht hier, also brauchen wir das Handbuch, um uns zu helfen. Warum glaubst du, dass Mike in Gefahr ist? Je länger Mike sich dort aufhält, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er entdeckt wird. Das könnte bedeuten, dass die Menschen von der Monsterwelt erfahren, was dann zu einer Katastrophe führen würde. Er wird der nächste Bigfoot sein oder Nessie oder der Yeti. Oh Mann, ich muss aufhören, die schlimmsten Szenarien durchzuspielen und mich darauf konzentrieren, ihn da rauszuholen. Ich finde das Handbuch. Super, ich schaue mir den Sicherungskasten mal an, um zu sehen, ob ich ihn wieder zum Laufen bringen kann. Denk daran, du suchst nach dem Notfallhandbuch. Bis ja, das habe ich jetzt so schnell nicht vergessen, ehrlich gesagt. Okay, finde damals wieder was anderes, okay. Sully, können wir meine alten Berichte durch die Tür nach Sibirien werfen? MG. Ah, Notfallhandbuch kommt sofort. Aber wenn hier noch was ist, was ich übersehen hatte. Aber es ist tatsächlich nur an dem, ne? Ja gut, okay. War offenbar nur dabei. 0 Tage. Mhm. Das kennen wir ja, ne? Einmal für dich, Sully. Schön. Das Notfallhandbuch. Ausgezeichnet. Lass mal sehen. Hier steht, dass rote Lichter bedeuten, dass einige Sicherungen durchgebrannt sind und ersetzt werden müssen. Alles, was wir tun müssen, ist, die Sicherungen auszuwechseln und die Stromleitungen zu überprüfen. Wir werden dich retten, Mike. Ja, genau. Hilfe ist auf dem Weg. Ich lese weiter, falls es noch etwas gibt, das wir wissen müssen. Könntest du in der Lachabteilung nach ein paar neuen Sicherungen suchen und sie in den Sicherungskasten einbauen? Wenn der Strom wieder läuft, kannst du die Stromleitungen überprüfen, um sicherzugehen, dass alles richtig funktioniert. Das sollte die Tür öffnen und Mike nach Hause bringen. Ich bin wirklich froh, dass du hier bist, Gameplayerin. Ich könnte diese zierlichen Teile definitiv nicht mit diesen riesigen Pfoten tauschen. Bis zum nächsten Mal. Ich habe immer einen Sinn, das weiß ich. So, 3 Sicherungskästen, 10 Stromleitungen. Muss man die hier nicht reinmachen dann? Finde und ersetze die Sicherung und stelle die Stromleitung und so weiter wieder her. Oder kann man das dann erst später? Das kann natürlich auch sein. So, hier war schon mal eine Sicherung. Hier ist scheinbar nichts. Mhm. Die tauchen immer irgendwo auf, wo ich schon gewesen bin. Das ist doch toll. Halt, war gerade was? Lager öffnen?
Schlüsselkartenstück der Monster AG. Noch eine. Okay. So langsam habe ich keinen Platz mehr. Aber gut, wir müssen jetzt erstmal gucken. Moment, die Sicherung. Die stecken sich aber. Okay, das ist schon mal etwas Gutes. Aber wieso konnte ich das vorher nicht sehen? So, drei Sicherungen. Da muss ich hier hingehen und die wechseln, nehme ich mal an, ne? Zack. Die funktionieren wieder. Interagieren. Ach, jetzt darf ich damit... Ah, okay. Hallo, stand doch gerade interagieren. So. Nee. Das hier. Und das. So, dann haben wir schon mal vier Stromleitungen. Ach, ich kann immer nur eine Sicherung reintun. Deswegen waren das jetzt zwei rote Lämpchen. Okay, verstehe. So, dann müssen wir der jetzt folgen. Das ist die. Die ist drin. Perfekt. Keine Sorge, Mikey, wir werden dich retten. Hallo. Wieso darf man das nicht machen, wenn man da direkt vorsteht? So, perfekt. Juhu! Diese Verzögerung. Du hast mich rausgeholt. Du hast mich gerettet. Geht es dir gut? Mir geht es großartig. Aber ich bin froh, wieder da zu sein. Als ich die Tür zur Monsterwelt nicht öffnen konnte, wusste ich, dass Sully und du daran arbeitet, mich zu befreien. Ich sagte mir, Mike, bleib ruhig. Dann nutze ich die Gelegenheit, um ein neues Programm auszuprobieren. Normalerweise habe ich keine Zeit, um mehr als ein paar Minuten zu üben. Ich sage dir, dieses Kind hat so sehr gelacht, dass seine Eltern aufgewacht sind. Und du hast mich gerade noch rechtzeitig rausgeholt. Schön, dass sie wieder da sind, Herr Glutzkowski. Hey, nach allem, was du für mich getan hast, sag doch Mike zu mir. Oh, danke. Meine Zunge verhakt sich bei dem Wort immer. Weißt du was? Ich schwitze hier wie ein Monsun. Ich brauche etwas Zeit, um mich wieder zu sammeln, bevor ich wieder in die Arbeit gehe. Sieh nach Sully, während ich mich wieder auf den Weg mache. Ich bin noch die ganze Woche hier. Oh, das ist schön, ich auch. Dann lass uns hier mal loslegen. Puh, hey Gameplayerin, danke für deine Hilfe bei der Rettung von Mike. Die Sache wurde ein bisschen heikel. Das hat mich ganz schön mitgenommen. Nach allem, was nötig war, um die Fabrik auf Lachenergie umzustellen, könnte ich jetzt deinen Urlaub gebrauchen. Weißt du, nicht alle Monster können mit so einem Druck umgehen. Sully flippt nicht aus, aber... Ich bin ein Mensch in einer Verkleidung. Wie bitte? Ich wollte dich nicht austricksen. Es war der einzige Weg in die Lachabteilung. Du musst schon ein ganz besonderer Mensch sein, um unser Sicherheitstor auszutricksen. Also, warum bist du hier? Ich möchte dich einladen, das Dreamlight Valley zu besuchen. Dreamlight Valley? Nie davon gehört. Da komme ich her. Eigentlich wäre es ein toller Urlaubsort für dich. Die Dorfbewohner sind freundlich. Orte, an denen die Einheimischen freundlich sind, sind einfach die besten. Wenn ich Dreamlight Valley höre, bekomme ich ein vertrautes, warmes Gefühl. Weißt du was? Ich bin ziemlich überzeugt von dieser Idee, Gameplayerin. Ich brauche wirklich eine Pause, aber ich kann nicht ohne Mike gehen. Wenn du ihn überreden kannst, mich zu begleiten, besuchen wir das Tal. Das sollte ein leichtes Spiel sein. Schließlich hast du ihn gerettet. In Ordnung, ich rede mit Mike. Hey, das machst du richtig gut. So. Na, wie geht's? Aha. Sag kein Wort. Ich habe gehört, was du zu Sully gesagt hast. Du bist ein Mensch? Ich muss zugeben, dass ich zuerst ein bisschen erschrocken war. Aber jetzt, nachdem ich etwas Zeit hatte, um darüber nachzudenken... Du bist ein Mensch, der eine Chance auf einen Urlaub an einem Ort namens Dreamlight Valley anbietet. Und Junge, ich brauche einen Urlaub. Es gibt nur ein Problem. Ich kann nicht weg. Noch nicht. Du weißt, dass ich bereits den besten Lachrekord aller Zeiten aufgestellt habe.
Ja, also, was ist das Problem? Wenn ich Urlaub mache, könnte ein anderes Monster meinen Rekord brechen, während ich am Strand liege und so tue, als würde ich ein Buch lesen, obwohl ich in Wirklichkeit schlafe. Das kann ich nicht zulassen. Ich muss einen Scherzer-Rekord aufstellen, den niemand jemals schlagen kann. Du verstehst das, oder? Lass uns einen Rekord aufstellen. Ja. Das ist die richtige Einstellung. Als erfahrener Co-Präsident der Monster AG und stellvertretender Geschäftsführer des Verwaltungsdirektors für Comedy-Angelegenheiten befördere ich dich hiermit offiziell von der Praktikantin zur Scherzerassistentin. Erster Punkt der Tagesordnung, wir brauchen Türen. Das heißt, wir brauchen Schlüsselkarten. Schlüsselkarten? Oh, ja, 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 ja. Okay, schreib das auf. Die Schlüsselkarten teilen den System mit, welche Türen zur menschlichen Welt wir öffnen sollen. Sobald du dir ein paar von ihnen gefunden hast, sind wir startklar. Derzeit befinden sich alle Schlüsselkarten an der Rezeption. Fang also dort an. Es gibt nur ein Problem. Wir haben heute keine Empfangsdame und die Tür klemmt. Du wirst also etwas finden müssen, um sie aufzubrechen. Öffne die klemmende Tür, vielleicht gegen eine Gebühr. Okay. Hey, netter Reim. Das wird eine runde Sache. Ja. Ja, Leute. Hallo? Leute, lasst mich hier raus. Ah, Mann. Ja, ich würde normalerweise sehr, sehr gerne sagen, dass wir jetzt hier weitermachen. Aber die Folge ist zum einen schon ziemlich lang. Und zum anderen, ja, hat Mikey mir quasi gerade die zweite Folge, beziehungsweise die zweite Quest aufs Auge gedrückt. Und wie ihr sicher zwischendurch gehört habt, meine Stimme ist gerade völlig für den Eimer. Das heißt, ich werde jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen, bevor ich den totalen Hustenanfall bekomme. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge an, wie wir das mit den Schlüsselkarten machen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.